Grüßt euch. Ganz wichtige Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Das BAG hat nämlich entschieden, dass alle Arbeitgeber in Deutschland dazu verpflichtet sind, ein System einzuführen, mit dem die Arbeitszeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfasst wird. In diesem Video will ich euch drei wichtige praktische Tipps mitgeben, wie ihr als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer damit umgehen solltet. Wenn euch generell solche Themen interessieren, dann abonniert doch gerne den Kanal. Für die allermeisten Arbeitnehmer ist diese Entscheidung natürlich sehr, sehr positiv. Denn oft nutzt zum Beispiel die oft eingeführte Vertrauensarbeitszeit in erster Linie dem Arbeitgeber. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen viele Überstunden, die gar nicht gesehen, nicht aufgezeichnet und schon gar nicht vergütet werden. Und auch kommen oft Leute zu uns in die Kanzlei und sagen, sie würden gerne Überstundenvergütung geltend machen. Und dann musste ich immer sagen, dass nach der bisher bestehenden Rechtslage, das immer relativ schwierig ist auch. Ja, man muss ganz klar darlegen, wie viele Überstunden hat man genau gemacht, wurden die auch angeordnet und geduldet vom Arbeitgeber. Und jetzt dürfte sich auch dahingehend vermutlich die Beweislast zugunsten des Arbeitnehmers ändern. Das heißt, das ist schon mal eine ganz, ganz positive Entscheidung. Vorab muss noch kurz gesagt werden, dass wirklich alle Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, diese Zeiterfassung für die Arbeitszeiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuführen. Das heißt, auch in Kleinbetrieben gilt das. Der Arbeitgeber kann sich also nicht damit rausreden gegenüber euch, dass er sagt, hier, also übrigens, du bist doch der einzige Mitarbeiter oder wir haben doch nur 3-4 Leute, das wird zu viel Aufwand verursachen. So, jetzt habe ich 3 praktische Tipps für euch, und zwar der Tipp Nummer 1 ist der erstmal, die Überstunden oder generell die Arbeitszeit muss erstmal aufgezeichnet werden. Wenn die Arbeitszeit nämlich nicht aufgezeichnet wird, dann weißt du ja selber gar nicht, wie viele Überstunden du vielleicht machst und wie viele dann auch zu vergüten wären. Und auch nach der neuen Rechtsprechung wird es ganz sicherlich so sein, dass du erstmal natürlich sagen musst, so und so viele Überstunden sind in dem und dem Zeitraum entstanden. Wenn du das nämlich nicht kannst, dann kann man auch gar keinen Antrag, auch in der Klage möglicherweise keinen Antrag beziffern, ja, und dann kann man auch nichts geltend machen. Deshalb, man muss natürlich erstmal wissen, wie viele Überstunden macht man überhaupt. Und dafür musst du deine Arbeitszeit natürlich ganz detailliert aufzeichnen. Es reicht jetzt nicht auch zu sagen, hier übrigens, ich mache eigentlich jeden Tag so ungefähr eine halbe Stunde Überstunden, ja, Pi mal Daumen, ne? Da kommen nämlich auch häufig die Leute zu uns in die Kanzlei und meinen, das reicht aus. Du solltest deine Arbeitszeit so aufzeichnen, dass du zum Beispiel schreibst, heute Arbeitsbeginn, 7 Uhr, dann habe ich gearbeitet bis um 12 Uhr. Dann 12.45 Uhr bis dahin Pause und dann habe ich noch gearbeitet bis insgesamt 14.30 Uhr. Dann habe ich Feierabend gemacht. Ja? Und je nachdem, wie hoch deine Arbeitszeit ist, lassen sich dann damit mögliche Überstunden berechnen. Das ist mal das Erste. Das ist ganz wichtig, das zu tun, auch wenn es keine Arbeitszeiterfassung bislang im Unternehmen gibt. So, jetzt hast du deine Arbeitszeiten detailliert Tag für Tag aufgezeichnet mit Beginn, Ende der Pause. Dann ist der zweite Tipp der, dass du dir das jetzt schon mal von dem Arbeitgeber abzeichnen lässt, dann immer. Ja, also sagst Arbeitgeber übrigens, also das BAG hat ja gesagt, die Arbeitszeiterfassung ist Pflicht. Wenn du schon kein System jetzt erstmal einführst, dann mach es doch wenigstens so und zeichne mir das ab. Wenn du das entweder nicht willst oder der Arbeitgeber sich nicht drauf einlässt, ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du einen Kollegen benennen kannst oder einen Kollegen, der vielleicht ähnliche Arbeitszeiten hat wie du, und ihr zeichnet gegenseitig eure Arbeitszeiten ab. Dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, euch auch gegebenenfalls gegenseitig in einem Prozess als Zeugen zu benennen, sodass dann der Kollege bezeugen kann, dass du die und die Arbeitszeit entsprechend erfüllt hast und die Überstunden gemacht hast und umgekehrt auch. Das heißt, das ist schon mal ein ganz wichtiger Tipp. So kann man sich schon mal ganz gut eine Ausgangssituation verschaffen für den Fall, dass man die geltend machen möchte. Und drittens, da sich der Anspruch auf Einführung eines Systems zur Erfassung der Arbeitszeit laut Bundesarbeitsgericht bereits jetzt aus dem Gesetz ergibt, kannst du natürlich diesen Anspruch auch geltend machen gegenüber dem Arbeitgeber. Das heißt, du kannst natürlich den Arbeitgeber dazu verpflichten, entsprechend diese Arbeitszeiterfassung einzuführen. Dieser Anspruch, den kann man dann gegebenenfalls eben auch einklagen. Das bietet sich natürlich besonders in den Konstellationen an, wo du vielleicht schon Druck ausüben willst auf den Arbeitgeber. Vielleicht, weil du das Arbeitsverhältnis beenden möchtest, aber nicht selbst kündigen möchtest, um eben vielleicht am Ende eine Abfindung noch rauszuholen. Schau dir dazu doch gern das letzte Video nochmal an.
Oder wenn du nicht direkt mit dem Arbeitgeber in die Konfrontation gehen möchtest und es gibt einen Betriebsrat, kannst du natürlich auch den Betriebsrat entsprechend beauftragen bzw. dich dort beschweren beim Betriebsrat. Denn der Betriebsrat ist generell dafür verantwortlich, dass die Gesetze im Betrieb eingehalten werden. Und das BAG hat ja gesagt, dieses System zur Arbeitszeiterfassung ist bereits gesetzlich vorgeschrieben. Deshalb muss entsprechend auch der Betriebsrat sich darum kümmern, dass das natürlich dann auch entsprechend umgesetzt wird. Zusammenfassend eine richtig, richtig gute Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Aber natürlich bringt das alles im ersten Schritt auch nichts, wenn du gar keinen Überblick darüber hast, wie viele Überstunden machst du denn überhaupt. Das heißt, wie schon gesagt, du musst auf jeden Fall dafür Sorge tragen, dass das alles entsprechend dokumentiert wird und dann ergeben sich wohl jetzt hier in Zukunft auch entsprechende Beweiserleichterungen. Wenn der Arbeitgeber dir gegenüber schon einen Aufhebungsvertrag vorgelegt hat oder eine Kündigung ausgesprochen hat, kannst du dich gerne an uns wenden. Wir bieten hier ein kostenloses Ersttelefonat an. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.